Zahnräder. Ja, die gibt's auch noch welche. Alter, die Musik ist ja mal richtig Horror. Mich wundert's, dass man hier überhaupt was sehen kann. Eigentlich müsstest du ja gar nichts mehr sehen können. Alter, jetzt kommt richtig die Horrorstube hier im Gange. Was war das? Was war was? Da hat sich irgendetwas bewegt. Dort! Entzündet eine Fackel. Damit es uns kommen sieht, bleibt einfach dicht zusammen. Gute Idee. Ja, da hat sich irgendwas bewegt hier dort. Ich werde beobachtet. Ich fühle mich leicht beobachtet. Ja. Alter, das ist eine richtige... Das ist richtig SCP-like, Alter. Warte mal. Theoretisch. Lol, die haben die Brandeffekte. Dass es so hell wird, haben sie entfernt. Warte mal. Warte mal. Ja doch, da steht irgendwas. Irgendwas steht da. Ja, wenn man genau guckt, dann steht da auf jeden Fall irgendwas. Beziehungsweise stand. Zum Glück sind meine Leute hinter mir, sonst habe ich das Gefühl, dass das Ding ganz plötzlich hinter mir kommt. Bleibt zusammen. Man kann sich hier unten leicht verirren. Wir sind nicht mehr in den tiefen Wegen. Woher wollt ihr das wissen? Hier ist es stockdunkel. Ich kann es spüren. Ja, ich spüre auch teilweise mit meiner Hose was. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt sind es schon zwei von den Viechern. Ich würde ja lieber gegen irgendwas kämpfen, das ich sehen kann. Alter! What the fuck? Gleich kommt irgendwas auf uns zu, Alter. Irgendein Jumpscare fehlt jetzt noch. Aber ich bezweifle mal, dass das die dunkle Brut ist, weil die dunkle Brut würde uns eigentlich angreifen, anstelle uns nur anzugucken. Ja, Leute. Ich wollte mal nach dem Weg fragen. Wo geht's denn hier nach oben? Du wirst langsam paranoid, Alter, wenn du hier weiter länger unten bleibst. Außerdem ist die dunkle Brut nicht hellblau. Zeigt euch uns! Oh, verdammt!
Die müssen weg. Leck mich am Arsch. Nie so leben. Er war Schuster. Er war gut darin. Er ging zur Legion, um seines Vaters Schulden zu tilgen. So wurden seine Mutter und sein Bruder nicht kastenlos. Viele unserer Armen und Verzweifelten opfern sich für die Zukunft ihrer Familie. Ja, wer ist sie? Ren war ein guter Mann. Wir werden sein Opfer ehren. Ich hielt ihn für unbezwingbar. Die Rüstungen dieser Krieger. In das Metall ist Lyrium eingewoben. Sie sind mit ihrer Haut verschmolzen. Wir können sie nicht abnehmen. Aber ich weiß, was wir darunter finden. Ren wurde von Zwergen getötet. Ich bin noch nie einem Zwerg begegnet, der so ausgesehen hat. Ich auch nicht. Das alles ergibt einfach keinen Sinn. Wir haben ihnen nichts getan. Wir müssen dafür sorgen, dass Ren zum Stein zurückkehrt. Atras Tunsha Salroka. Gebe nicht auf, Ren. Versprochen. Da war es einer weniger. Was auch immer sich zwischen uns und den Titanen stellt, wird es bitter bereuen. Jetzt fängt das langsam an, richtig schön zu werden. Ist das hier so ein Nistelzweig? Soll man sich jetzt küssen? Wow. Leute, die droppen einfach nur Gold. Was? Okay, ein Goldring, Hauptsache das. Wir werden von Zwergen angegriffen. Und man kann ihre Rüstung nicht abnehmen, weil das Lyrium-Adern sind, die eingewebt sind. Die mit dem Körper verschmolzen sind. Ist das jetzt hier irgendwie so eine neue Art von Supersoldaten, die irgendwie heimlich gezüchtet sind oder was? Achso. Diese Scheiß... Armbrustschützen, die sind so richtig für den Arsch. Jawohl. Okay, die droppen eine Menge. Aber es ist alles nur Gold. Alter, diese scheiß Armbrustschützen mit ihren Maschinengewehrfeuer, ne? Die einfach mal so Lyrium-Splitter schießen oder sowas.
Sind das Wurzeln eines Baumes, die hier unten ragen? Aber das sind jedenfalls Lyriumadern, die übelst geil aussehen. Was? Och nö. Was? Was ist das denn für Viecher? Quithel? Wow. Was auch immer das da unten ist. Na klasse. Jetzt sind die dunkle Brut gar nicht unser einziges Problem. Gar nicht unser Hauptproblem, besser gesagt. Sind jetzt irgendwelche neuen Kreaturen, die von den Chabrutol gezüchtet sind? Chroniken vergessener Kriege. Kommandant Orthon befahl uns auszu... Hä? Wir erfuhren keine Einzelheiten, sondern nur, dass es nördlich von Köln einen Angriff gegeben hat und Krone verstecken geschickt. Schnappt sich unsere Ex oder so, oder? Wir haben uns einen Junge, bei dem sich im Synchrotron ein... Die Reise nach Kadalash. Kadalash wurde ebenso lang wie eintönig und gelangweilt die Krieger. Gute Trinker, sie lagern, bla bla bla. Verfasser unbekannt. Also hier war bereits jemand, ansonsten gibt es ja dieses Buch nicht, ne? Aber es ist älter, viel älter. Die Worte scheinen auf dem Zwergischen zu beruhen. Aber ich kann diesen Dialekt nicht richtig einordnen. Könnt ihr irgendetwas davon übersetzen? Nur Bruchstücke. Diese Sprache unterscheidet sich erheblich von der, die wir heute sprechen. Dieses Wort hier taucht immer wieder auf. Chabrutol. Ich denke, es bedeutet ehrwürdige Beschützer. Schützer von Titan. Dann dauert Ihre Wacht aber schon ziemlich lange. Sie haben uns angegriffen, weil Sie irgendetwas beschützen. Isatonol. Isatonol. Wir schneiden unsere Zungen heraus, bestatten unsere Körper, behüten den Titanen, bis er erwacht. Die Krieger, die uns angegriffen haben, müssen also die Chabrutol sein. Und sie beschützen einen Titanen. Geht es euch gut, Walter? Ich kann beinahe hören, welche Einwände Ren jetzt vorbringen würde. Lasst uns weitergehen. Falls noch mehr dieser Erinnerungen existieren, könnten sie uns die Antworten liefern, die wir brauchen. Zu schade, dass er jetzt eigentlich tot ist, ne? Dass er das jetzt gerade alles verpasst, den Spaß. Ah, überall Zahnräder. Das ist doch, das ist ein Traum. Das ist ein Himmel. Ich hab zwar keine Ahnung, wo ich hier lang latsche, aber... Nee, du hast mich gar nicht gesehen. Verpiss dich. Hoch an dieser verfickten Wand. Oh
geilen Zahnrad nehme ich mit. Warte mal ganz kurz. Kann ich hier mal... Ich hab ihn runtergesch... Die haben echt nur Geld, ne? Wow. Zahnräder nehme ich gerne mit. Vor allem hier liegen die Zahnräder alle so schön dicht zusammen. Oh ja, schön. Können wir die da nochmal öffnen vielleicht? Okay, sonst gibt es hier nichts mehr, ne? Das sieht so geil aus, dieses hellblaue Schimmern. Distelzweig, wen darf ich küssen? Oh, ich dachte, hier geht's runter. Die beschützen den Titan, bis er erwacht. Sollte es gerade der Fall sein, erwacht er gerade. Deshalb diese Erdbeben. Ja, Zahnräder in den tiefen Wegen. Da fehlen noch drei Stück, ne? Beim Heidrun-Teig. Ja, wenn die da mal auch mal so schön rumliegen würden wie hier. In einem Raum einfach mal schon 7 Stück oder so. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Na? Secret Area? Nö. Alter, geil. Hä, wo kommt diese Fackel her? Alter, ich sehe gar nichts. Ich sehe ja nichts. Scheiß die Wand dann. Alter, boah. Furchtbar hier. Auf der anderen Seite ist irgendetwas Seltsames. Ich kann es spüren. Seid vorsichtig, wohin ihr tretet. Hat die ihre Tage, sag mal? Die spürt aber eine Menge in letzter Zeit. Hier waren wir schon mal, nur das war genau. Da ist die Brücke dort hinten, wo wir bereits gewesen sind. Oder war es die hier? Das war eine präzise Zündung. Irgendjemand hat die Brücke sabotiert und wir haben keine Zeit, sie zu reparieren. Dort, der Vorsprung. Wenn wir vorsichtig sind, können wir ihn erreichen. Wenn wir vorsichtig sein wollten, wären wir jetzt an der Oberfläche. Ach, Bulle. Angst vor der Dunkelheit hier, oder was? Na, Zahnrad? Zahnrad? Nein. Oh, noch gerettet, bevor er runtergefallen ist. Da, Zahnrad. Da ist Zahnrad.
Ja, also hier liegen die Zahnräder ja wohl übelst simpel überall rum. Hier kann man die ja wohl kaum übersehen. Wieder ein Buch. Chroniken vergessene Krieger. Kriege. Ein Tag nach unserem Abzug aus Dadada bemerkten wir eine Veränderung. Die tiefen Wege waren nahezu verlassen. Dann erloschen plötzlich unsere Fackeln, woraufhin wir durch die Dunkelheit traumelten und über die Reste aufgegebener Karawanen stolperten. Anschließend begannen die Angriffe. Sie schlugen hart und schnell zu. Vater war einer der Ersten. Wir hörten das langsame, tiefe Atmen einer Kreatur, die weitaus größer war als wir. Vater streckte seinen Arm aus und griff nach meiner Rüstung, um mich aufzuhalten. Ich sah, wie sie ein Schatten dunkler als die Dunkelheit bewegte und wurde nach vorne gerissen. Vaters Arm wurde abgetrennt. Wir griffen noch immer nach meinem Brustpanzer. Schöne gute Nachtgeschichten hier. Ganz ehrlich, selbst für den tiefen Pilz ist das hier zu tief. Seht nur, weitere alte Inschriften. Ja, aber in diesen hier geht es offenbar um den Titanen. Er formt den Stein. Er ist der Stein. Er gestaltet die Welt im Inneren wie im Äußeren. Er gestaltet die Welt im Inneren wie auch im Äußeren. Hä? Hallo? Hä? Jetzt muss ich Escape drücken, damit ich weiterklicken konnte. Ja. Müsste etwas, das die Welt gestaltet, nicht ziemlich gewaltig sein? Nun, er heißt vermutlich nicht umsonst Titan. Oh, ja. Er formt den Stein. Das heißt, er verändert die Welt. Ja, ich denke, es liegt nahe, dass die Titanen fähig sind, gewaltige Veränderungen zu bewirken. Und unsere Welt ist der Ton, mit dem sie arbeiten. Ja, dann nehme ich mal ein Stück davon und mache jetzt den schönen Berg raus. Wenn die Titanen den Stein formen, könnten sie ihn dann auch erschaffen haben? Nein, der Stein muss bereits zuvor existiert haben. Das hieße dann, die Titanen wären die allerersten Kinder des Steins. Wenn dem so wäre, hätte das enorme Auswirkungen auf mein Volk. Tja, scheiße, ne? Dann seid ihr gar nicht die Ersten. Pech gehabt, ihr seid nur Zweiter. Ihr seid scheiße. Weitere Erinnerungen und weitere Chabritol. Das heißt vermutlich, dass wir uns einem Titan nähern. Eure Theorie über die Ursache der Erdbeben erscheint mir mehr und mehr wie eine Tatsache. Aber wenn das wahr ist, wie kann es dann sein, dass die Erinnerungen in Orsama nichts darüber enthalten? Wieso sollte jemand einen derart fundamentalen Teil unserer Geschichte auslöschen? Was? Dieser Frage können wir nachgehen, nachdem wir dafür gesorgt haben, dass die Erdbeben aufhören. Der Rhythmus ist lauter denn je. Wir sind ganz in der Nähe. Ja. Yo. Yo. Seht euch das an. Wie Sterne am Nachthimmel. All diese Lyriumadern. Und sie sind gänzlich unerschlossen. Die Chabritolen müssen das Lyrium irgendwo fördern. Ihre Waffen und Rüstungen sind damit durchzogen. Außer sie haben eine andere Möglichkeit gefunden, es nutzbar zu machen. Das kann man als Wallpaper für Windows nehmen, Alter. Alter, meine Augen tränen schon, Alter. Das sieht so unfassbar geil aus. Und wie das da oben auch noch richtig alles animiert ist. Das ist auf keinen Fall ein Thumbnail-Bild für mein neues Video. Nein, auf keinen Fall. Mm-mm. Boah, Alter. Wie einfach. Ich sag doch.
Ganz oben habe ich noch gesagt, das wird noch richtig schön werden später. Alter, wenn so die Lyrium-Adern aussehen, ganz ehrlich, dann bleibe ich hier. Ja, scheiße, und jetzt drehen meine Augen weh die ganze Zeit. Jetzt brauche ich ganz kurz mal wieder... Ach ja. Solange kann man sich hier wunderschön an diesen wunderschönen Leuchten... mein Headset knackt schon wieder so, es regt auf. An das wunderschöne Leuchten des Lyrium-Adern erfreuen. Wieso kann ich eigentlich was plündern? Ach, so. Gold. Aufgegebene Lyrium-Mine. Die Lyrium-Vorkommen, die in dieser seit langem aufgegebenen Mine aufgewachsen sind, wären erhebliche Summen wert. Das Vorhaben, diesen Ort zu erreichen und das Lyrium anschließend an die Oberfläche zu transportieren, würde jedoch an Selbstmord grenzen. Alter, und da ist Wasser. Die ganze komplette Hülle da hinten ist komplett voll mit Wasser. Oh, wir sind auf der vorletzten Ebene. Was, echt? Ach so, das ist... Die vergessenen Höhlen, das ist gar nicht so ein großes Gebiet hier. Ich könnte ja wirklich glatt 10 Minuten rumstehen, ne? Jetzt stellt man sich mal vor, dass wie Dragon Age 4 aussehen wird. Wenn das Spiel tatsächlich rauskommen sollte. Man sieht auch richtig, wie das Ganze, wie das Blau so richtig schimmert. Das ist einfach noch geiler als Kristalle. Alter, ich will das mitnehmen. Das will ich mir zu Hause hinhängen. Die Musik ist zwar ein bisschen unheimlich hier, aber... Vorratslager brauche ich eigentlich noch nicht. Leuchten eigentlich meine Dolche, wenn ich das... Oh, schade, dass meine Dolche jetzt auch nicht so hellblau leuchten. Ja, so ein bisschen halt. Wenn die nicht so blutbefleckt werden gerade. Ich sehe hier keinerlei Hinweise auf dunkle Brut. Sie ist womöglich einfach nicht dumm genug, sich so weit nach unten zu wagen. Nee. Ich schätze, dafür sollten wir dankbar sein. Womöglich. Es muss allerdings einen Grund geben, warum sie diesen Ort meidet. Die dunkle Brut, die sich so waghalsig die ganze Zeit nach oben an die Oberfläche bewegt. Und kein Problem damit hat, dass die ganzen Menschen und so weiter dort oben leben. Aber diesen Ort hier meiden selbst die dunkle Brut. Selbst da hat die Schiss vor. Und ganz ehrlich, diese Höhle hier macht das DLC sowas von wert. Das ist einfach so unglaublich schön gemacht worden. Ist das dein Ernst, Mann? Wenn nicht zufällig die Typen da überall rumstehen würden. Ey, ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock aufs Kämpfen. Ich würde am liebsten hier nur rumrennen und das Ganze alles angucken. Nein, ich habe keinen Bock zu kämpfen. Verpisst euch! Gut, ihr macht den da, ich mach die da. Oh ne, das sind. Das ist wie ein Armbrustschütze. Au. Alter, diese Scheißviecher müssen ganz schnell weg hier.
Richtig. Diese Viecher, die wir hier begegnen, sind keine Tiefenlaurer. So, Schlussgemetzel, ich will weiter gucken. Ja, die Musik ist gleich viel schöner. Alter. Ja, ja, glitscht euch mal hier hoch. Okay, ich will gleich mal ins Wasser gucken, warte mal. Leuchtet das Wasser? Ist mir scheißegal, wie lange wir hier unten sind, ne? Dann müsste es normalerweise da nicht eine Geschichte zum Wasser da unten geben? Ich glaube, dass Walter sich gleich irgendwann sich demnächst mal melden muss. Da gibt es nämlich auch nochmal was zu erzählen. Bei dem Wasser da unten sollte man lieber nicht reinspringen. Was war jetzt hier? Oh nö. Ja klar, da ganz. Na, leck mich doch. Diese Armbrusttypen, ne? Mit ihren Armbrustgeschützen da. Mit ihrer Lyriumknarre. Das sind auch im Multiplayer richtig für den Arsch. Boah, die Musik macht das richtig unheimlich so ein bisschen. Krethel-Jagd in der Bastion der Reinen Einsatz verfügbar. Erstmal eine neue Tierart gefunden, gleich mal ausrotten. Weißt du, typisch Menschen. Gleich mal jagen und ausnehmen. Also so sehen Lyriumminen aus, nur dass die hier natürlich extrem groß ist. Normalerweise ist das viel kleiner. Und das wäre auf jeden Fall ein kleiner Gewinn, wenn man das alles abbauen könnte. Was ist denn das für eine Karte, sag mal?